Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Wir spielen im Moment als Theresa und gehen jetzt der Quest nach, die uns Bianca gegeben hat. Also, alles Optionale machen wir erstmal. Sprich mit Adam, um dir seinen Bogen zu leihen. Das ist B. Adam steht hier, glaube ich, direkt hier vorne oder irgendwo. B. Adam. Oh, was war das? Adam? Ach, du bist Adam, ne? Wie geht's? Leihst du mir deinen Bogen? Ich habe gehört, dass du gut schießen kannst. Und dass du sogar einen Bogen hast. Ja, das ist richtig. Hab ihn selbst gebaut. Ich treffe den Baum hinter der Schenke aus 20 Schritt Entfernung. Grundgütiger, unglaublich. Würdest du ihn mir eine Weile ausleihen? Ausleihen? Ne Mädchen? Ich weiß nicht, Theresa. Ach komm schon, wenn du mir den Bogen leihst, dann tanze ich mit dir. Na komm, sei nicht so. Hey, Adam, wenn du mir deinen Bogen leihst, tanze ich mit dir beim nächsten Fest. Das würdest du? Wirklich? Hier, nimm den Bogen und doch ein paar Pfeile. Nimm alles. Vielen lieben Dank, Adam. Zack, erledigt. Triff dich mit Bianca nahe der Brücke. Das machen wir doch. Das außerhalb oder innerhalb der Stadtmauern? Wahrscheinlich außerhalb, ne? Werde ich wohl wahrscheinlich hier hinten wieder rausgehen, ne? So, wo ich auch reingekommen bin. So. Schon ein bisschen gemein, dass ich den Adam ein bisschen ja angelogen habe, ne? Weil, naja, nächste Fest, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Weil das Dorf ja niedergebrannt wird. Aber das tut man nicht alles, um einer Freundin zu helfen, ne? Die etwas für ihren gehimmelten. Ne, ich bin voll falsch gelaufen. Ich muss ja zu dem A. Ist das unten? Kann ich mir das mal angucken hier? Ah, das ist unten. Okay. Vollkommen falsch gelaufen. Na komm. Jetzt nur nichts beim Runterlaufen brechen. Das wäre hervorragend. Bin ich ein bisschen falsch gelaufen? Naja. Wie dem auch sei. Mein treuer Freund der Spitzer. Immer dabei. Aber hier muss man in dem Spiel doch schon. Wow, bist du schnell. Einige Sachen, einige Schritte laufen. Das ist voll das Fällerlager. Das habe ich ja schon mit Dings entdeckt. Ah, da steht sie ja schon, der Bianca. Möge Gott dich behüten, Thea. Hallo. Ich habe den Bogen, wir können ich gehen. Ich habe den Bogen, wir können los. Gut, na dann komm. Auf geht's. Und Bogen rausholen war doch mit bei, oder nicht? Oder kann ich den jetzt gar nicht benutzen? Doch, kann ich. Ah ja, und die Pfeile. Wenn ich jetzt die 2 drücke, nehme ich den Bogen in die Hand. Ja, perfekt. Hier wollen wir wegstecken erstmal. Wer weiß, ob der Wolf überhaupt noch kommt. No? Hallo Küchens. Kannst du auch richtig schnell rennen, Bianca? Leider nein. Nest habe ich entdeckt. Hey, Theresa, warte. Eine Elster hat auf dem Baum ihr Nest. Als ich schon einmal hier war, hat die Elster etwas Glitzerndes ins Nest gelegt. Hm, toll.
Sollen wir versuchen, es mit dem Bogen herunterzuschießen? Adam macht das immer, also ist bestimmt nichts dabei. Na gut, versuchen wir es doch mal, oder? Fadenkreuz habe ich aber nicht, ne? Schnell, bevor die Elster zurückkommt. Hab ich so? Nö. Ja. Na. Na. Ring einer Elster. Ach, das ist Biancas Ring dann am Ende. Was ist mit dem Nest her? Willst du lieber weitergehen? Ja. Ich habe einen Blick in das Nest geworfen. Ich habe ins Nest geschaut. Und? Was hast du gefunden? Da war ein Ring drin. Da war ein Ring drin. Sieht nach Silber aus. Wirklich? Maria, Mutter Gottes, so einen wollte ich schon immer. Aber du hast ihn runtergeschossen. Ach, du kannst ihn haben. Den kannst du deinem Heinrich geben, ne? Ich gebe ihn dir. Du beliebst zu scherzen. Thea, du bist die Beste. Ach, weiß ich doch. Den trage ich heute Abend beim Tanzen. Gehen wir zu den Tollkirschen, sonst kommen wir zu spät zurück. Ja, machen wir das. Komm. Ich lege ich mal wieder weg. So, Bianca, weil da geht's. Was hier wohl vorgefallen ist, fiel mir neulich schon auf. Aber in Scarlet hat niemand etwas erzählt. Denkst du, sie sind vom Weg runter und wurden dann angegriffen? Sie sind bestimmt überfallen worden, hier so Blut. Ich dachte, das mit dem Wolf sei nur Geschwätz. Wir sollten besser weitergehen. Ja, besser ist es, ne? Wer weiß. Nicht, dass wir auch noch überfallen werden, aber das kann uns ja hier hinten genauso passieren. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, weil ich glaube nicht, dass wir uns allzu gut verteidigen können. Wir haben zwar Pfeil und Bogen, aber jetzt so wirklich Rüstungsfähigkeiten oder Rüstung haben wir nicht. Wir müssen in den Wald und dann ein Stück bergauf. Na komm. Ja, dann geh doch mal voraus, Bianca. Halte währenddessen mal Ausschau nach irgendwelchen Gegnern oder vielleicht dem Wolf, dass wir aus dem Hinterhalt angegriffen werden. Jo, ein Spitzer hängt fest. Kleiner Garten, nicht wahr? Allerdings habe ich hier noch nie jemanden gesehen. Bestimmt von einer Hexe. Niemand sonst hat einen Garten im Wald. Schade, dass in dem Garten keine Tollkirschen wachsen. Pa, hast du das gehört? Gehen wir lieber weiter, ja? Nimm doch schon mal sei mit dir, Theresa. Besser ist es. Meine Pfeile hebe ich mir auch auf. Die schieße ich jetzt nicht auf die Rehe. Dass wir am Ende keine Pfeile mehr haben. Das wäre natürlich auch bitter. Ich habe schon fürs Vogelnest 2 Stück verschwendet. Aber zur Not kann uns ja sicherlich auch noch Spitzer beschützen. Obwohl, wenn der Wolf angreift, Spitzer ist bestimmt kleiner als der Wolf. Müssen wir mal schauen. Gehen wir hier den Weg entlang und dann zurück in den Wald. Ah, haben wir hier irgendwo das hier, wo du hin willst? Das ist doch bestimmt hier eine Tollkirsche auf dem Boden, oder? So, wir sind da. Ich pflücke Tollkirschen. Und du passt auf. Ja. Wie lange brauchst du? Wie lange wird es dauern? Nicht lange, keine Sorge. Und wenn ich schon dabei bin, sammle ich gleich so viel, dass es für länger reicht. Ich sag dir Bescheid, wenn ich fertig bin. Alles klar. Dann halte ich mal nach dem Wolf Ausschau. Ich passe auf. Aber beeil dich. Okay. Oh, nee.
gut, dass ich die Stelle noch kenne. Sonst scheint niemand hierher zu kommen. Was ist so? Und gütiger! Der Wolf! Theresa! Tu etwas! Wo bist du? Au! Nein! Au! Ich hab doch geschossen! Wo bist du? Oh oh. Jawohl! Kümmere dich um dich, Wolf. Haha! Nehm ich. Hundeschmalz nehme ich auch. Hundefleisch nehme ich auch. So. Kümmere dich um den Wolf. Was sind jetzt unsere Aufgaben? Kehre zu Bianca zurück. Okay. Komm, Spitzer. Gehen. Bianca ist schön am Wegrennen. Packen mal Pfeil und Bogen weg. Bis ansonsten wieder die Dorfbewohner misstrauisch werden. Bis hier. Na gut. Was ist in die Richtung? Bianca ist irgendwo hier. Vorne. Und wo? Ach, da oben? Ja, oh, da oben steht sie. Hallo Bianca, ich habe mich um den Wolf gekümmert. Was die Tollkirschen betrifft. Ich dachte, die Sache mit dem Wolf im Wald war nur Geschwätz. Oh, Geschwätz, von wegen. Alleine hätte mich dieses Biest gewiss verschlungen. Hast du denn wenigstens genug Tollkirschen gepflückt? Und? Reicht das, was du gepflückt hast? Ja, sollte zum Glück reichen. Ich kann genug Schnaps brennen und du bekommst auch was ab. Als Belohnung. Gut. Sehr schön. Ach, Dank. Aber ich glaube nicht, dass es ein Wolf war. Das sah ein Wolf ganz schön komisch aus, oder? Ich glaube eher, es war ein wilder Hund. Wolf oder Hund? Ein Biest allemal. Das wird Heinrich niemals glauben. Und jetzt? Was hast du jetzt vor? Ich muss in der Schenke arbeiten. Für heute reicht es mir eh mit Abenteuern. Danke fürs Mitkommen, Thea. Und vergiss nicht, morgen bei mir vorbeizuschauen. Ist gut. So. Was haben wir noch sonst für... finde heraus, was Johanka von dir will. Hier erstmal Johanka, also C. Hallo. Theresa, schön dich zu sehen. Kann ich denn jetzt eigentlich... Könnte ich jetzt theoretisch schnell reisen? Hier zur Schenke? Nee. Na, warte mal, ich muss ja gar nicht in den Ort hinein, ne? D ist hier hinten. Und A ist der Vater. Okay, dann gehen wir halt einfach außen rum. Brauchen wir ja gar nicht in den Ort rein. Ach, jetzt sind wir hier wahrscheinlich in dem, bei den Häusern, da wo ich am Anfang mal hinrennen wollte, um etwa ein Pferd zu stehlen, in Anführungsstrichen. Das ist hier. So. Genau das hier vorne dürfte das sein. Möchte denn Johanka von mir? Also Bianca ist mir auf jeden Fall ordentlich was schuldig. Aber diese Schuld wird sie wahrscheinlich niemals einlösen können. Neue Stufe erreicht. Vitalität. Ah, sehr schön. Die Schuld wird
Bianca niemals einlösen können, weil Bianca es leider nicht geschafft hat, nicht wahr? Bianca hat leider den Angriff auf Scarlett nicht überlebt. Obwohl ich glaube, so traurig es auch ist, dass Bianca ein recht naives Mädchen ist. So, das ist A, das ist der Vater. Jetzt gerade mal nicht hin. Jetzt erstmal zu Johanka hier hinten bei C. Aber ich habe erstmal keine Ausdauer mehr. Hallo Wächter. Wie geht es dir, Theresa? Ja gut, und selbst? Ist das da Johanka? Aber ich kann lesen und schreiben und meinen Grips benutzen. Und was soll dir das bringen? Gelehrt. Oh. Wollen wir mal schauen, wo Johanka ist? Irgendwo hier. Sieht, dass die da vorne sitzt? Ja, könnte sein, ne? Ja, Johanka, hallo! Was gibt's denn, Johanka? Johanka, was gibt's? Ich hab schon nach dir gefragt. Ich muss mit dir über etwas reden. Gehst du heute Abend zum Tanzfest? Ich würde schon gerne gehen, sofern ich Zeit habe. Warum? Willst du dir mein Kleid ausleihen? Nein, nein, nichts dergleichen. Ich hab ein Kleid. Nur würde ich ungern mit mir selbst tanzen. Du verstehst, was ich meine? Ich soll jemanden finden, der mit dir tanzt? Ich soll einen Tanzpartner für dich finden? Nein, das nicht. Ich weiß schon jemanden. Lass mich raten. Matthias? Ja, wer sonst? Und wo liegt das Problem? Frag ihn doch einfach. Du hast schon beim Erntefest ein Auge auf ihn geworfen. Mittlerweile sollte er es wissen. Tut er nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach, weißt du, geh doch einfach zu ihm und frag. Ich möchte jetzt nicht nochmal da oben hinlaufen. Geh doch zu ihm und sag's ihm frei heraus. Du machst wohl Witze. Was, wenn er mich nicht mag? Vielleicht interessiert er sich für... Nein, vergiss es. Ach Mensch. Und wenn du mit jemand anderem zum Tanz gehst? Du willst also mit Matthias tanzen, ihn aber nicht fragen. Ah, vielleicht geh einfach mit irgendwem anders, der hier irgendwo wohnt. Muss es unbedingt Matthias sein? Wie wär's mit Matthäus oder Fritz? Mit denen hättest du es deutlich leichter. Einmal kurz mit dem Rock wirbeln und sie werden sich darum prügeln, wer mit dir tanzen darf. Fritz? Meinst du das ernst? Er ist ein Faulpelz und ein Tölpel. Und er stinkt. Matthäus ist auch nicht viel besser. Eine schleimige Kröte, die große Reden schwingt. Aber Matthias, er sieht gut aus und ist auch nett. Er ist süß und redlich und sieht gut aus. Dass er gut aussieht, scheint dir wichtig zu sein. Wenn's doch stimmt. Also, du willst also mit Matthias tanzen, willst ihn aber nicht fragen. Und das soll ich dann für dich machen, wahrscheinlich, nicht wahr? Du würdest also gerne mit Matthias tanzen, willst ihn aber nicht fragen. Ganz recht. Und wie soll das dann deiner Meinung nach klappen? Ganz einfach. Du stiehlst ihm seinen Glückswürfel. Was? Und was in Herrgotts Namen soll das bringen? Wenn du ihm seinen Glückswürfel unbemerkt wegnimmst, wird er überall danach suchen. Er wird dabei Selbstgespräche führen und sagen, wo ist mein Glückswürfel? Und dann komme ich. Gott sei mit dir, Matthias. Hast du vielleicht deinen Würfel verloren? Und er sagt dann, ja, Johanka, das stimmt. Wo hast du ihn gefunden? Oh, ganz in der Nähe von der Schenke. Ach ja, heute Abend ist dort ja schon das Tanzfest. Und schon sind wir beim richtigen Thema. Oh, das Tanzfest, ja. Johanka, möchtest du mit mir dahin gehen? Liebend gerne gehe ich mit dir zum Tanzfest. Wie nett, dass du fragst. Dann nimmt er meine Hand und schaut mir in die... Lassen wir das. Deswegen die Sache mit seinem Glückswürfel. Okay. Schöne Märchengeschichte, ja, ja. Das hast du dir schön ausgemalt, Johanka. Aber denkst du ernsthaft, dass das klappt? Ich bin mir absolut sicher. Na gut.
Dann helfe ich dir. Also gut, ich helfe dir. Hab Dank, Thea. Komm mit dem Würfel zu mir, wenn du ihn hast. Warte mal, wie soll ich ihn eigentlich finden? Gestern in der Schenke hat er gesagt, dass er ihn in seiner Truhe aufbewahrt, wenn er nicht spielt. Rede mal mit Fritz. Soweit ich weiß, hat er Dietriche, wozu auch immer er sie braucht. Er kann dir auch bestimmt zeigen, wie man sie benutzt. Ich? Und Dietriche? Johanka geht Schlösser knacken nicht zu weit. Nun ja, vielleicht kommst du ja an seinen Schlüssel ran. Lass dich auf jeden Fall nicht erwischen. Und wehe, du redest mit Matthias darüber. Ich soll dafür sorgen. Okay, dann gucken wir doch einfach mal. Was müssen wir machen? Die Kupplerin. Optional. Gib Johanka Matthias Glückwürfel. Bring Fritz dazu, dich zu lehren, wie man Schlösser knackt. Okay. Also, erstmal zu C. Und das ist alles in der Burg? Wo ist C? Ne, das ist hier recht in die Ecke, hier vorne. Okay. Dann fragen wir doch erstmal den lieben Fritz, ob er uns das lehren kann. Selbst die Pferde riechen besser als du. Redliche Arbeit stinkt nicht, du tauge nicht. Mal ja darüber, ach, da hinten. Kann ich denn auch dann hier durch den Fluss watscheln? Bestimmt, ne? So. Hallo. Gott schütze dich, Thea. Ja, dich auch. Gott zum Gruße, ne? Wo bist du denn, Fritz? Da hinten bestimmt. Und hier alles machen muss. Du? Ne, du bist Matthäus. Du bist Fritz. Grüß dich. Was gibt's denn eigentlich erstmal Neues? Gibt es etwas Neues, Fritz? Gar nichts. Ah, doch, eine Sache. Heute Abend findet doch das Tanzfest statt. Gehst du hin? Vielleicht. Ich muss noch viel erledigen. Doch, du musst. Ich muss gehört, hingehen. Ich hab gehört, dass das Fest bis morgen geht. Und dass ein Schwein gegrillt wird. Da muss ich hin. Schon komisch. So ein Fest sieht Herrn Ratzig gar nicht ähnlich. Es war ja auch nicht seine Idee. Felfa steckt dahinter. Meister Tobias? Aus welchem Grund denn? Weiß ich nicht. Vielleicht will er mit seinen Groschen prahlen. Wäre ich so reich, würde es jeden Abend Feste und Schwein geben. Fritz, ich brauche Dietriche. Hör zu, Fritz. Ich habe gehört, du bist gut im Türen öffnen. Ohne Schlüssel. Klar, einfach gegen die Tür rennen. Also mit der Schulter. Ich will keine Tür einrennen. Ich will ein Schloss knacken. Ah, dann brauchst du Dietriche. Psst, nicht so laut. Du kannst welche haben. Aber wie sagt man so schön? Selbst ein Schwein grunzt nicht umsonst. Noch nie so einen blöden Spruch gehört. Wer sagt das? Ich sag das. Und du bist die Einzige, die das blöd findet. Also geh. Ach komm. Kann ich denn Dietriche kaufen? Willst du mir... Also wenn ich ein paar Dietriche einfach schenken... Aber ich glaube, das wird nichts. Kann ich ein paar Dietriche ich bei dir kaufen? Ich brauche ein paar Dietriche. 13,4. Ich habe 77 Geld. Komm, gib mir hier 3, dann passt das. Warenkorb. Handel abschließen. Hoffentlich reißt mir Vater nicht den Kopf ab. Gut. Westlock. B. Gib Johanna Matthias Glückswürfel. Dafür muss ich aber bei B erstmal Glückswürfel klauen, nicht wahr? Warte mal. Okay. Dann wollen wir da mal den Glückswürfel gleich klauen. Ob das im Endeffekt so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Aber eins weiß ich, dass wir heute am Ende der Folge angekommen sind. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja,
lasst mir doch gerne ein Abo da und vielleicht auch einen Like auf das Video, vielleicht teilt ihr das Video auch und mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn wir wieder spielen Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, ciao!